Kuckuck, da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück bei. Ich mach's mal so höher hier irgendwie, das ist gerade komisch. Herzlich willkommen zurück bei Jack zockt Arcania. A Gothic Tale. Der oft von vielen verschmähte, aber doch offizielle vierte Teil der Gothic Saga. Und wir sind heute hier bei Folge 351 vom großen, von meinem persönlichen großen Gesamtkonzept Jack zockt Gothic. Ja, noch diese und dann noch 14 weitere Folgen, dann sind wir bei 365 Folgen, insgesamt 365 Tage, ist ein ganzes Jahr, dann habe ich ein einjähriges, was hier die Gothic-Reihe betrifft. Jo. Aber soweit ist es noch nicht, da brauchen wir noch ein paar Folgen. Ja, machen wir weiter. So, aber ich denke mal, dass wir auch die 400er Grenze, wenn nicht hier beim Hauptspiel, dann spätestens mit dem Enden knacken werden. Dann haben wir in gewisser Weise vier Spiele, jetzt mal, die hat uns mal hier damit einberechnet, inklusive wird uns natürlich vier Spiele, 400 Folgen. Ja. Einige von uns kennen ja da Experten, die brauchen 400 Folgen für alleine Gothic 2. Aber das war ja bei dem besagten Kollegen damals noch, da durfte man nur 10 bis 15 Minuten pro Folge machen, deswegen gleicht sich das irgendwo aus. So. Warum sieht das aus wie in Berg Scheiße hier? Ne, das Ding nicht, das hier vorne. Das sieht aus irgendwie wie ein Haufen Scheiße. Das glänzt doch so wie. Ne, komm, das stinkt schon. Jo. Oh, welche Richtung wollten wir jetzt gehen? Weil hier war noch irgendwo Lurker. Da sind Lurker. Oh. Nein, 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 nein! Das ist, wenn nach hinten die Bahn nicht frei ist. Da kommt einen noch. Jawohl. So, pack einen Scheiß. So, heute werden wir hier, wenn wir mit der Höhle fertig sind, rausgehen und die Quest abgeben. Hier mit dem Erik, mit dem namenlosen Ork. Ja, speichern. Jetzt seht es zwar nicht, aber ich habe gespeichert. Wenn ich jetzt noch eine Fingercam machen muss, dann. Da muss ich das wohl tun. Das wäre allerdings auch mal eine Innovation, so eine Fingercam. So. Warte mal, warte mal. Wir haben doch hier gerade dieses Gefunkel hier drumherum. Ich habe da letztens, als ich die Thumbnails gemacht habe, extra. Wo waren das? Silhouetten. Da habe ich aus Vegetationsausblendung. Was ist, wenn ich das anmache? Es geht mir um dieses Gefunkel. Ich meine, schieße ich mir zwar irgendwo ins eigene Knie, weil ich dann die dann gerne übersehe, aber ja, Rollenspielaktivitäten verfügbar, das fand ich ganz witzig. Ermöglicht die Benutzung von Gegenständen in der Spielwelt, die keinen Einfluss auf das Spielverhalten haben. Zum Beispiel Betten oder Kochtöpfe. Weil Betten keinen Einfluss auf das Spielverhalten. Dankeschön dafür. Gegner anzeigen wollen wir haben. Systemmeldung. Allerdings kommt Hilfe an. Ach. Jo. Wir haben aber die Silhouetten aus. Deswegen leuchten. Dürften eigentlich diese. Ja, Silhouetten halt. Heute Silhouettenabend. Jo. Was ist das für eine Ecke? Wir wollen ja alles mitnehmen. Wir wollen ja nichts vergessen. Guck mal hier. Was ist denn hier noch? Hä? Fast wichtiges Eisenerz hier vergessen. Warte, ob der Eisenerz weiß keiner. So, dann gehen wir mal wieder hier vor. Waren wir hier schon? Glaube ich, oder? Das war ich mir.
Das werde ich gleich merken, wenn mich irgendwas hinterrücks in den Rücken hackt. Oder ich gehe gerade zurück. Gehe ich gerade zurück? Das wird sich zeigen. Jetzt fehlen die Silhouetten. Jetzt sehe ich nicht, ob ich die Truhe schon geöffnet habe oder nicht. So. Aber. Genau. Da ist ein Goblin-Schild drin. Da ist eine Rolle Klopapier drin. Und 156 Mark. Nö. Ne, hier war ich noch nicht. Hier würde ich nämlich nicht hochkommen. Hier geht es nämlich runter. Oh, wieder so eine Höhle. Höhlenpassage, in die ich nur aus einer Richtung rein und raus komme. So, jetzt gehen wir hier zu dem Erik. Ich frage mich auch, wo das Gegenstück zu dem Teleporter ist. War das bei der Brücke? Nee, oder? So. Da chillt ja immer noch seine Nuggets, wie man so schön sagt. Erik ist verloren. Habt ihr jemals einen Ork weinen sehen? Bitteschön. Hier ist dein Amulett. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin Erik. Wenn es auf dem Amulett steht, wird das wohl stimmen. Du... Ich bin Erik, Moriks Sohn. Schön für dich, ich... Moriks Sohn kämpft! Erhak stirbt! Orkurugura! Aber nicht sofort. Moriks Sohn kann warten, bis ich mit Melok gesprochen habe. Okay. Warum hat Sharlock dein Amulett geklaut? Sharlock hasst Morik. Sharlock will auch Anführer sein. Aber Morik ist stark. Sharlock verliert. Sharlock nimmt Rache an Moriks Sohn. Ich nehme auch Rache an Sharlock. Also, Sharlock klaut meine Seele. So ist es also. Jetzt mit dem Amulett. Ich kämpfe. Ich besiege Erhak. Ich räche Morik. Ich werde Häuptling. Was für ein Häuptling wirst du sein? Ein Häuptling wie Morik. Wir fischen, wir jagen. Der Stamm ist glücklich. Mhm. Was hast du mit Gawan vor? Gawan geht frei. Frei wie der Fisch. Geht zurück zu seinem Stamm. Die Menschen leben in der Burg. Die Orks leben in den Höhlen. Wie es ist früher. Alles ist gut. Sag mal, übrigens, hast du einen guten alten Freund Orschak? Ach nee, Orschak war ja tot. Hat Robert der dritte Orschak damals getötet in Mintal? Ich weiß gar nicht mehr. Würde ich den Stamm überhaupt als Häuptling haben wollen? Ja, ich bin Moriks Sohn. Ich schlage Erhak. Ich bringe den Frieden. Moment. Ich muss hier gerade paar organisatorische Dinge regeln. Entschuldigung. Scheiße, jetzt. Wächst doch hin. Verdammt nochmal. Ja, hier sind wir wieder. Jetzt habe ich aber auf Steckdose gerüttelt. Ist das Ton weg? Nö. Kommt noch. Ja. Ende. Hallo, mein Freund. Da ist der reizte Saustall. Ja. Kollege, was hast du zu sagen? Ich hatte gehofft, die Zeit in der Wildnis würde Erik stark machen. Tja, für einen Kampf gegen Erhak sehe ich schwarz. Erik ist zu schwach, ja. Er braucht noch viele, viele Monde. Zu viele. Sharlock wird gegen Erhak kämpfen müssen. Sharlock wird verlieren. Er ist kräftig, aber er ist kein Kämpfer. Ich konnte ihn mühelos besiegen. Dann ist alles verloren. Es wird Zeit, dass ich meinen Namen begrabe. Warte. Ich muss ohnehin Gawan befreien. Und ich bezweifle, dass Erhak ihn einfach gehen lässt, wenn ich ihn darum bitte. Was hast du vor? Dass dieser Erik
in der Wildnis kein Kämpfer geworden ist. Das liegt ganz einfach daran, Kollege, dass der dort am Lagerfeuer sich entbunden macht, während ich mit einer Horde Wildschweine am Arsch an ihm vorbeigerannt komme. Ja. Wie soll man so stärker werden, ne? Das musst du mir mal erklären. Ja, bitteschön. Ich fordere Erhak heraus. Du bist kein Ork. Was ist mit Eriks Amulett? Wenn ich es anziehe, bin ich dann einer? Ja, dann bist du Erik. Von mir aus. Erhak muss die Herausforderung annehmen? Wenn er sich weigert, gegen Erik zu kämpfen, ist er kein Häuptling mehr. Dann gib mir den verfluchten Skaboos. Hier hast du ihn. Bevor du gehst, nimm dir, was du in meiner Kiste findest. Du wirst es brauchen. In Ordnung. Aber zuerst hole ich mir Eriks Seele. Warte. Was ist? Verberge Eriks Seele. Enthülle erst, dass du Erik bist, wenn du Erhak herausforderst. Warum? Erhak wird sonst den Kampf verweigern. Er glaubt nicht an Seelen. Aber die Orks vom Silbersee glauben daran. Wenn du ihn als Erik herausforderst, muss er kämpfen. Sonst ist er kein Häuptling mehr. Na schön. Gut, dass ich gleich ein Ork bin. Jupp. Hallo, mein Freund. Wenn du mir noch einmal mit Hallo, mein Freund kommst, sag der Nummer in der vorletzten Folge, dann gib's mal auf deinen Glatzdeckel. Ja. Hör mal zu, Erik. Ich brauch dein Amulett. Mein Amulett? Deine Seele. Nein! Ich bin Erik. Du bist nicht Erik. Gib mir deine Seele. Ich werde an deiner Stelle gegen Erhak kämpfen. Ich verstehe nicht. Du bist Erik, nicht wahr? Ja, ich bin Erik. Warum bist du Erik? Mein Name steht auf meiner Seele. Genau. Wenn deine Seele also um meinen Hals hängt, hast du einen neuen Körper. Du wirst besser kämpfen können und Erhak besiegen. Ich? Willst du keine Rache für Morik? Du hast recht. Ich werde deinen Körper tragen. Erik? Erik ist fort. Erik ist du. Jupp. Hallo, mein Freund. Ey, Kollege, so kannst du vielleicht mit König Robert dem Dritten reden, aber nicht mit mir. Also, lass mich in Ruhe. Oh, ja. Was haben wir denn hier? Rolle Klopapier? Alchemistisches Rezept für das Elixier der sieben Winde. Brauche ich nicht. Heiltrank, ja, klingt interessant. Arkaner Ring, okay, nehmen wir alles mit. Der Arkane Ring, was macht denn der? Was macht der hier? 20, 20, 15. Mana und Magiekraft. Nö, bitte behalte ich lieber den anderen. So, ich soll also jetzt, wie aber zu erwarten war, gegen den RH kämpfen. Wo ging es jetzt hier hoch? Ich laufe natürlich genau in die falsche Richtung. Warte mal, war der Teleport? Der war doch für hier, oder? Nee. Die beiden gehören zusammen, die beiden gehören zusammen, die beiden gehören zusammen und die beiden gehören zusammen. Was? Wo ist das Ding? Ne, dann nehmen wir den doch gleich mal. Aber vorher speichern. Was? Ja, die Teleporter hier, die sind eigentlich vom Gesamtkonzept eigentlich relativ sinnfrei. Aber manchmal, es gibt seltene Fälle wie jetzt, da erspare ich mir doch den einen oder anderen Weg. Und genau vor die Haustür. Was? Mensch,
Skaboose? Naja. Alter, seid ihr auch ein paar Süffkipfe. Wie hast du das stinkende Gesöff? Ja. Stinkend. Lecker. Stinkt genauso wie ihr. Gut, dann mach jetzt das Tor auf. Skaboose hier. Tor auf. Moment. Darum. Dina. Darum. Tor. Sofort. Lebt Gawan noch? Warum? Aber lebt. Oh. Gawan ist in einem Käfig? Sperrt er halt im Käfig. Jetzt selber im Käfig. Großer Baron, jetzt kleiner Mann. Warum hilfst du Erhag? Erhag, besser als Silbersee-Stamm. Zeigt uns Kampf. Stamm dumm. Lernt nix. Ich schlau. Ich herne. Was hat Erhag vor? König Erhag macht Stamm reich. Jetzt Baron in Käfig. Bald Stamm in Burg. Dann Orkschef. Ich Häuptling. Oder Baron. Jo. Was wird aus deinem Stamm? Da kann ich jetzt endlich mal rein? Krieger. Ja. Starke Krieger. Menschen fürchten Orks. Leben in Höhlen. Wie Orks. Warum hast du dein Amulett? Ja, das ist mir scheißegal. Ich bessere Ork. Viel Skabuch. Viel Gold. Kannst du auf die Mappe kriegen? Wo ist der Hack genau? In großer Höhle. Auf Thron. Mit Leibwache. Starke Orks. Herr Hack König. Wer gehört zu Erhags Leibgarde? Orks. Große Orks. Freunde von Erhag. Oh. Ey, Akbosch! Uchagala! Jawohl! Müssen wir mit dem jetzt auch noch quacken? Was ist denn los? Stamm nicht glücklich. Erhag nehmen alle Seelen. Ich wollen Seele zurück. Alle wollen Seele zurück. Warum hat Erhag eure Seelen einkassiert? Sollen arbeiten, Holz fällen, Steine schlagen, kämpfen. Daruk kein Krieger. Was wollt ihr denn? Frieden, Ruhe, Leben mit Menschen. Lord Gawan, netter Baron. Lord Gawan, helfen Stamm. Warum jagt ihr Erhag nicht davon? Erhag, verstecken Orks Seelen. Erhag, böse Freunde, Orks aus Norden, Kämpfer, schlagen uns, zwingen uns Arbeit. Wir Sklaven? Nein, nicht Sklaven, Orks! Moment. Du bist Daruk, Boruks Bruder? Ja. Bruder von dummer Bruder. Gehen von Stamm. Tauschen Freiheit für Gold. Ich weiß nicht, wie ich es dir beibringen soll. Dein Bruder ist tot. Olo Maho. Melok sprechen wir. Auruk ersticken an zu viel Gold. Nein, Daruk. Auruk hat mein Dorf gegen Mörder und Räuber verteidigt. Nicht ersticken an Gold. Gut. Daruk glücklich. Was hat Erhag vor? Wir wollen Burg. Burg von Baron. Was wollen Orks Burg? Orks leben in Höhle. Erhag verrückt. Verrückt! Tja, was sie mit Burgen wollen, das hätten wir mal kurz die Dreier klären sollen. Was würdet ihr machen, wenn Erhag weg wäre? Feiern.
viele Tage feiern. Gawan gehen Burg, dann Frieden. Dann sag mir noch schnell, wo Erhak ist. Den, wo Feuer. Ist Erhak alleine? Nein. Das hat der andere dir doch schon gesagt. Bei ihm gefährlich. Du bleibst hier. Ich kümmere mich darum. So. Jetzt müssen wir natürlich gegen den kämpfen. Jetzt hör doch, geh doch mal aus dem Weg, du Penner. Geh aus dem Weg. Lass mich mal vorbei. So, da lang, da hinten ist der. Was ist hier unten noch? Ein paar Heiltränke werden nicht unbedingt verkehrt. Wieso ist jetzt hier noch so ein Labyrinth? Ach, da ist glaube ich der... Nee. Oder? Was? Hm. Ich gehe ja gleich zu dem Erhak. Was ist das denn hier? Silbersee-Ork. Habt ihr noch was für mich hier unten? Das ist bestimmt nicht stärker als das, was ich habe. Groß irgendwas. 14 Nahkampf, nee. So, die gehen wir hier lang und dann gehen wir hoch. Brauche ich noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Ja, dann versuchen wir gleich ja, unser Glück bei Erhak. Erstmal ziehe ich mir ja, das Zeug hier ab. Ja, was? So. Dachelkeule, der Silbersee-Orks, Klopapier, Toilettenpapier. So. Ging's hier hoch? Ich glaube, der Kampf, der war ein bisschen anstrengend gegen die drei. Da werdet ihr mich wieder ausflippen hören. Und sehen. Was? Ich muss den jetzt. Warte mal. Wie war das jetzt mit dem Amulett? Gespeichert habe ich gerade. Da sind aber nicht zwei, da sind. Erik fordert dich zum Kampf heraus. Erik, das feige Schwein soll kommen. Ich spalte ihm den Schädel. Ich bin Erik. Hier, meine Seele. Ha, Seele. Ich scheiß auf Eriks Seele. Aber wenn du kämpfen willst, Morra, hier bin ich. Kämpfe. Oh. Das andere, was vom Tor steht, unter die friedlichen Orks sind ja praktisch die Gothic 2, 1 und 2 Orks und das hier sollen ja die Gothic 3 Orks praktisch darstellen. So. Ich glaube, das wird witzig jetzt, oder? Wenn ich nach hinten Platz hätte! Wo ging's hier nach vorne da? Ja. Lass mich zumindest erstmal einen kriegen. Sechs, lauf. Ich muss mich erstmal neu entwickeln.
Ja, jetzt gehen die zurück. Jetzt kann ich hier eine Rolle Klopapier essen. So, zwischenspeichern. So, da kann es weitergehen. Einen habe ich. Obwohl, mit dem Bogen gehen die leicht. Ich muss bloß den Weg nach hinten frei haben. Ich weiß gerade nicht, ob die sich jetzt heilen. Naja, wenn du mal es fliegt sehen würdest, was hier fliegt, dann würdest du sehen, wie ich ihn... Na komm, die gehen. So, der haut schon ab. So, zwischengespeichert habe ich. Das sollten wir doch eigentlich noch schaffen. Warte mal. Ich mach mal gerade hier. Warum war's? Den hier. So. Speichern. Ja, damit ich schneller. Weil ich will immer fix im Nahkampf probieren. Weil jetzt kann ich ja eigentlich schneller zuschlagen, oder? Aber wie gesagt, wenn der flüchtet, den Rücken zu schießen, das geht ja sowieso nicht. Ja. Aber ich glaube. Gut, okay. Und jetzt? Hä? Ich glaube, das war auch eine magische Waffe. Gut, wir bleiben bei Bogen. Hat mich überzeugt. Jo, jetzt ist er natürlich wieder voll, oder? Nee, 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 nee. Komm her. Ich finde das überaus ansprechend, dass ihr zu doof seid, Heiltränke zu benutzen. Mir so einen großen Ohr zu verfehlen, das ist ja nur wirklich nicht das Problem. Ja, jetzt. Oh Mensch! Komm, einen noch, oder? Jawohl, ja. Ja. Hätten wir das. Erhags Talisman. Naja. Erstmal speichern wir das Ganze, bevor wir uns hier das Ding angucken, was der hat. 30 Nahkampf. Was hatte ich hier? 34 Nahkampf. Aber, so, das ist nämlich wieder das. Wir probieren gleich mal diese Waffe aus. Plus 10 Ausdauer. Macht 4 weniger Schaden. Wer mit RHG wandeln will, muss zuerst mit dem Boss reden. Ein Schlag mit dieser Waffe hat eine Wahrscheinlichkeit von 50%, den Gegner für 5 Sekunden in Brand zu versetzen, was ihm insgesamt 80 zusätzlichen Schaden zufügt. Das ist das, warum ich erst verreckt bin. Was ist das? Wir nehmen jetzt einfach mal das Ding hier in die Hand. Ja, probieren wir unser Glück in Zukunft damit aus. Wie gesagt, das ist wie mit dem kalten Hass. Darauf sollte man tatsächlich achten. Wo kommen die denn her? Erik ist stark. Erik ist mächtig. Das siehst du schon aus. Und Erik hat Erhag erschlagen. Hier hast du deine Seele zurück. Dein Körper ist stark. Ich bin stolz, weil ich ihn vorher trage. Keine Ursache.
Wie ihr sagt, eine Laus frisst die andere. Oder so. Mhm. So. Speichern. So, und wie wir uns hier feiern lassen, das sehen wir in der nächsten Folge. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe natürlich, es hat euch wie immer gefallen. Ich hoffe, es hat euch immer gefallen. Und damit, danke schön fürs Zusehen und auf Wiedersehen.